Das ist zu wenig. Ich brauche. Nein, das war die falsche Richtung. So. Und nochmal P. Wieder über die Länge. Das war eins zu lang. Ha, so. Gut. Dann platzieren wir dich mal hier. Und noch ein Farmplot. Gut, da wir Farmplots nicht so groß bauen können, baue ich sie halt so groß. So, und setze hier den letzten. So, da soll sich mal irgendjemand um diese Farmplots kümmern. Needs Farming. Und unsere einzigen beiden Farmer. Achso, Construct Building. Ja, okay. Unser Brauer kommt. Weil wir keine Plans mehr haben. Wir haben nur noch einen Haufen Seeds. Was sagt denn die Küche eigentlich? Was haben wir denn so an Seeds? Fungi Wood Spores. Boah, Tree Spores ist okay. Woodstock Bulbs, Strawberry Seeds, Prickleberry Seeds, die brauchen wir alle eigentlich gar nicht. Jede Menge Plumpheaded Spawns, sehr schön. Fisherberry bringt uns nichts, Dimple Cup, Bloated Tuber bringt uns auch nichts, Mugwort können wir anbauen, Quarrybush, Sweet Pots, Shadow Leaf, Pigtail, Caveweed, Stork Whisky und Tallow. Okay. Sehr schön. Okay, der erste Farmplot. Scheint noch nicht fertig zu sein. Jetzt ist der erste Farmplot fertig. Gut, dann können wir den endlich schon mal einstellen. Und wie man sehen kann, Sweet Pots. Also, wir können hier Autumn. Summer, Winter, Spring, Summer, Autumn, Winter können wir überall dasselbe anbauen. Und das ist genau das, was wir da auch tun werden. Also, gucken wir mal kurz, was wir alles anbauen können. Caveweed haben wir, Dimple Cup haben wir, Sportium und Fungiwood haben wir auch, Mugwoods ebenso, Pigtails. Plumpheaded, Quarrybush, Shadow Leaf, Sweet Pots. Okay. Plumpheadeds. Bauen wir das ganze Jahr über hier Plumpheadeds an. Und auch im Winter Plumpheadeds. So. Das heißt, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir die Samen irgendwann hier hochkriegen. Vielleicht packe ich sie hier rein oder mache hier einfach so Stockpiles dazwischen, wo die Samen hinkommen. Oder unser Koch kommt schon mit dem ersten Samen, um ihn anzubauen. Ja gut. Hier könnten wir Pigtail anbauen. Da Pigtail wichtig ist. Wie Summer Pigtail. C, so. Also A. D. C. Und B. Genau. Combat. Badge und Dog. Gegen wen kämpfst du?
Gegen wen kämpfst du? Achso. Dead Missing. Stray Mountain Duskspot, der ist verhungert. Und hier sind ein paar. Ja, der Peregrin-Falken, den mein General getötet hat. Rattlesnake, toll, Klapperschlangen. Ein Lizard und ein paar andere Sachen. Und unsere Citizens. Sehr schön. Ach ja, Seeds, genau. Machen wir erstmal Folgendes. Wir bauen hier einen Foodstockpile hin. So, und stellen den mal ein. So, Food. Block All. Weil wir nur hier Seeds annehmen. Aber auch nur bestimmte, nämlich Roasted Seeds, Zombie Flower Seeds, nein. Whip Vine, Sweet Pots, Tree Acorns, nein. Shadow Leaf, Skull von Spawns, Red Weed, nein. Quarry Bush, Plump Helmet, Pigtail, Mugroot, Nether Cap. Auch wenn ich nicht glaube, mir gar nicht sicher bin, ob wir Nether Cap haben. Lichfinger. Nein. Iron Bark, Acorns, Hidewood Seeds, Glas von Fungiwood. Ja, Fungiwood und Sport Tree. Feather Acker, Dimple Cup. Caveweed. So. Und die anderen haben wir leider nicht. Bonebush Spawn. So, das heißt, unsere ganzen Idle-Leute können sich jetzt mal nützlich machen. Können hier einen Haufen Zeug hochschleppen. Nein, können sie nicht, weil ich diese Seeds hier nicht verboten habe. Hey. Stimmt. Also. Sweet Pot Spawns. Irgendwo was anderes so dazwischen. Nö. Dann brauchen wir Shadow Leaf. Quarry Bush. Plump Helme. Pigtail. Nether Cap hatten wir gesagt, auch wenn wir es nicht haben. Mugroot. Fungiwood, Sport wie Glastorn. Ja. Dimple Cup und Caveweed. So, jetzt könnt ihr aber hier Zeug holen, oder? Ja, jetzt sind ein paar unterwegs und bringen die Bags nach da oben. Sehr schön. Was sagen eigentlich unsere Stocks zu Essen? Ist noch genug da, aber Glob hat sich ziemlich gelegt. Das können wir jetzt mal kurz gucken. Body Parts. Ja, Shells und so weiter. Die sind jetzt alle gesäubert und benutzbar, denke ich mal. Corpses brauchen wir nicht. Das sind alles unsere... Oh! Danach wollte ich ja schon am Anfang gucken. Hier steht nämlich gar keiner mehr Rockcrafts her. So. Nee. Rockcrafts Repeat. So. Ja, die können gerade nichts anbauen, weil noch nichts. Weil alles gerade unterwegs ist irgendwo hin. Ja, da sammelt das gerade einer mit einem Fass zusammen. Da wird gerade ausgehöhlt, sehr schön.
Kann ich diese Plants hier gathern eigentlich? So. Ja, die kann ich gathern, dass sie weg sind. So, wir haben Plump Helmet und wir haben Pigtail. Da kommt hier als nächstes genau Caveweed hin. B, Caveweed, C, Caveweed, D. Haben wir schon Caveweed? Dass wir ab nächstes Jahr unseren eigenen Alk brauen können. Beziehungsweise im Augenblick kommen wir wahrscheinlich mit dem Trinken, was wir haben, noch gut über die Runden. Wir haben noch jede Menge Fisch und Prepared Meats. Das ist gut. Das ist alles ziemlich gut, muss ich sagen. So, da ist einer dabei, die ganzen Schwumms aus dem Weg zu räumen. Das finde ich jedenfalls nicht so toll, dass hier überall Wildwuchs ist. Aber was soll man dagegen machen? Kann man nicht so viel machen, muss man zuschauen. Leider. Wenigstens habe ich hier genug Steine, um daraus Crafts herzustellen. Ich dachte jetzt gerade, der Gang hier wäre zu breit, aber das war ein Irrtum. Ah, da wurde gecancelt wegen Damp Stones. Was halb so wild ist. Hey. Warum ist da jetzt nur noch ein Farbending besetzt? Und wir haben Frühling. Dum, 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 dum. Ja, wir haben Spring erreicht. Yay, Werwolf. Und wen hat er da? Ein Fischer? Okay. Ich würde sagen, it's Barrow Time. Und wir haben sehr viele... Achso, das sind Shells und Scales. Ah. Scales sind eigentlich toll. Was kann ich eigentlich aus Scales so alles anstellen? Upgrade Ladder? Combine Scales, Combine Shells. Ah ja. Make Rope from Ladder. Clean and dry Stomach into Water Skin. Clean and dry Guts into Rope. Okay, ekelhaft. Sheer Fur for Hair and Leather. Ah, ja. Ja, okay. Clean Feathers. Na, ja, das ist jetzt aber nicht vom Belang gerade. Wir müssen einen Burrow designieren. Make Burrow. Define this burrow. So, das ist unser Name. Bunker. Military Alerts Bunker aktiv. Ist das jetzt wirklich besser, dass der ein Frostgigant geworden ist?
Und vor allem, dass er hier runterkommt mit Ice Speed. Und jetzt wieder ein Frostgigant ist, der gegen meine Kuh fightet. Okay. Sag bloß, meine Kuh ist so stark. Oh nein. Reizarm. Left Tusk. Okay, wer hat da gerade was verloren? Falsch. View Units. Wunden. Du hast nur Left Paw verloren. Okay. Ich glaube, ich nutze die Lage mal, um einen Squad zu createn, das ich Archer nenne. Also, was ich Archer, Uniform. Individual Choice Rage, genau. Military. Und dem füge ich jetzt erstmal meinen General wieder zu. Und dann X-Bow-Zwerge. X-Bow. Gut. Wird einer vermisst gerade? Nein, es sind noch alle entkommen. So, das heißt, Squad A wird jetzt erstmal aktiv geschalten und kriegt auch gleich einen Move-Befehl, nämlich sich hier aufzustellen. Okay, jetzt ist ein Frostgigant wieder. Du bist unbewusstlos. Dir ist schlecht. Und dir geht's einfach super gut. Und du bist wieder ein Werwolf geworden. Okay. Und wieder ein Frostwurf. Und er kann sich nicht entscheiden, was er machen soll. Im Augenblick läuft er nur wild hin und her. Was macht er denn? Er ist Berserk, okay. Und bringt gerade meine Tasks um. Yay. Und verwandelt sich wieder in was anderes. Wie lange wird er da noch rumspacken? Ja, so lange, bis er mein zweites Task auch noch getötet hat, wahrscheinlich. Ja. Nein, er spackt einfach. Okay. Ich kann nicht länger warten. Ich habe noch einen Task. Ja, zwei sind missing. Und jetzt wehrt sich noch schon das dritte. Okay, während du mit dem Task beschäftigt bist, ich habe nichts gesagt. Move erstmal dahin.